So, willkommen zurück. Uns geht um die Sturmschildverteidigung Nummer 5. Also ganz ehrlich, ich habe ein bisschen Angst. Ich weiß nicht mehr, weil unsere Basis ist definitiv noch nicht gut genug ausgebaut. Aber da die ja in Anführungszeichen nur Level 9 ist, denke ich schon, dass wir die noch schaffen werden. Aber müssen wir halt einfach mal gucken. Also ich denke mal, das wird nicht einfach. So, starten. Ich habe mir auch immer mal so ein paar Videos angeguckt, wie man die Basis so machen sollte, aber da fehlen mir halt wirklich die Rohstoffe und alles. Also, da geht bestimmt mal locker ein Tag drauf. Ich bin mir schon überlegen, ob ich das nicht sogar dann mit dem Livestream verbinden soll, weil da werden halt, denke ich mal, Stunden drauf gehen. Weil ich halt auch ein Teil, eigentlich im Prinzip muss ich alles abreißen und ich habe gesehen, man kann die Laufwege, man kann die Monster leiten. Und welche Fallen man am besten dann machen sollte. Zum Beispiel, manche gehen ja über zwei Kacheln, manche über drei. Das muss man sich halt dann wirklich mal ganz genau angucken und sich wirklich mit dem Thema Basis komplett auseinandersetzen. Aber ich denke mal, solange wir noch so durchkommen, werde ich das erstmal außer Betracht lassen. Und einfach so gucken, wie weit ich komme, ohne jetzt auf High-End-Bereich zu gehen, sage ich jetzt mal. Beziehungsweise was halt mit unseren Materialien und dem Levelbereich möglich ist. Aber ich denke mal, so müsste ich das eigentlich noch schaffen. Ich meine, ich habe jetzt überall mal ein bisschen Fallen hingestellt. Ein paar Verteidiger. Aber wir werden halt dann einfach mal gucken, wie das weit aussieht. So. Ach, ich muss eh einen Verstärker aufbauen. Das heißt dann sowieso schon mal, dass wir jetzt sowieso noch mal ein bisschen bauen müssen. Weil hier habe ich nämlich nicht reingeguckt. Ich bin nämlich nur in meine normale Basis gegangen. Heißt, hier muss ich definitiv sowieso schon mal bauen. Ich denke mal im Livestream, wenn da mal welche dabei sind, die sich wirklich gut auskennen, die können mir dann bestimmt auch sicherlich mal helfen. Ist halt nur schwer, da die Chaoten rauszufiltern, die einem wirklich helfen wollen und nicht nur Hauptsache, sie gehen in die Basis und versuchen alles kaputt zu machen. Das habe ich nämlich auch schon alles erlebt, also selbst erlebt nicht, aber schon gesehen und kann es mir auch denken, dass manche da ganz lustig sein wollen. Und dann quasi den Spielern nur alles kaputt machen wollen und dann so, hey, guck mal, was ich gemacht habe. So, dann gehen wir mal hin. Jetzt haben wir schon mal einmal rundherum. Gehen wir gerade einmal hoch. Hier können wir auch Decken platzieren, da eine Decke. Also persönlich, ich finde das hier bis jetzt als die beste Lösung, ganz ehrlich. Erstmal hier einkacheln. Genauso, ich habe mir auch schon Gedanken gemacht, so wenn du hingehst und, sag schon, quasi wie so mehrere Schutzringe baust. Das müsste doch eigentlich auch ziemlich sicher sein. Das Problem ist halt nur, wenn die ganzen Werfer kommen, dann sieht natürlich die ganze Welt schon wieder anders aus. Aber bis jetzt habe ich immer mit dieser an der Decke fallen. Im Boden fallen, diese Abgrenzungen bin ich eigentlich bis jetzt immer ganz gut gefahren. So, ich werde auch noch nicht alles auf Level 2 upgraden. Erstmal, weil ich die Materialien nicht habe, um das komplett machen zu können. Und weil ich halt noch viel zu viel Angst habe, dass mir irgendwas kaputt gemacht wird, großartig, und dann habe ich mal gerade 1000 Materialien umsonst ausgegeben. So, dann werden wir jetzt mal. Ah, das Bauen fällt mir immer noch nicht so leicht. Wie kann ich das eigentlich? So kann ich das Material wechseln, aber so rüber switchen kann ich irgendwie noch nicht. Weil wenn ich habe immer das Problem, dass ich die dann direkt immer setze. Ich meine, klar, hier die wird mir angezeigt, welchen Baumodus geht. Aber sonst komme ich nicht darüber, ne? Da kann ich nur das Material ändern. Gibt es da irgendwie eine Taste? Die sind alle zum Bauen, das ist für die Falle. Da kann ich nur springen und so gehe ich wieder zurück. Da ist die Falle, zurück. Ja, das nervt nämlich auch teilweise ein bisschen. Ich kann ja nur immer das editieren, was schon da ist. So, das mal so weiter. Ah, sehe ich schon, die Materialien werden schon wieder knapp. Weil für eine komplette Basis habe ich eigentlich keine Materialien. Wenn es halt nicht funktioniert, dann müssen wir es halt wirklich schon ausbauen. Aber ich hoffe und denke mal, dass wir es eigentlich noch hinkriegen, wenn wir noch ein bisschen Hilfe kriegen von anderen, die ein bisschen Waffenpower mitbringen, dann sollte das eigentlich zu schaffen sein.
Ich habe auch extra wieder den Helden genommen, wegen dem Bär, der mir persönlich eigentlich wirklich am besten gefällt. So, ich kann mal gucken. Jetzt hoffe ich, dass wir genug Material haben. Ich würde sagen, die Bodenfalle, ja, da fängt schon an. Davon kann ich 8 Stück machen, dann habe ich schon keine Schrauben mehr. Wandfalle, kann ich die machen? Das ist halt auch das Problem mit dem Schaden und alles. Ich weiß mal überhaupt nicht, was da wirklich genug Schaden macht und hat man nicht gesehen. Aber die macht gar keinen Schaden. Im Prinzip als Wandfalle haben wir nur die. Und hier steht ja, die macht ja gut, die heilt, das ist mir klar. Die machen Schaden, wenn die vorbeirennen. Ich glaube, die blockiert die einfach nur, meine ich. Die stößt sie weg. Wir sagen erstmal, wir nehmen erstmal nur die. So, da haben wir ja auch schon ein Problem. Das Ding ist dann auch leer. Haben wir keine Materialien für. Dann bräuchten wir eigentlich noch ein bisschen was für die Decke. Aber da haben wir ja natürlich jetzt auch keine Materialien mehr. Das ist natürlich alles ein bisschen schlecht, muss ich sagen. Werden jetzt weiter hergestellt. Hatten sie jetzt hergestellt oder nicht? Wie ist man denn? Oben haben wir nur die. Ah ja, gut, hat er hergestellt. Ah, dafür brauche ich auch diese Mondsteine, da ist. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an, hier ein bisschen was aufzubauen, wenigstens. Jetzt mal da eine hin, wir haben ja 8 Stück. Da eine hin, da eine hin. Wir müssten die Wände hinkommen. Oje, oje, oje. Da eine hin. Hier in die Mitte eine hin. Lagerfeuer. Boah, setz mich mal hier hin. Was haben wir denn jetzt noch da? Frost. Ich platziere jetzt einfach erstmal alles, was wir noch da haben. Wachposten. Jetzt die Frage, von wo kommen die? Da ist die andere Base. So, jetzt schicken wir das schon mal hier hin. Ja, ich muss halt jetzt das raushauen, was ich noch irgendwie im Inventar habe. Ich muss mir das halt echt mal in Ruhe dann angucken. Ich hoffe halt echt, dass das reicht für hier die Mission. Warte mal, das soll wieder ein Wachposten verstecken. Nee, das ist zum Halten. Man sieht, ich habe auch fast gar keine Ahnung, was das hier alles betrifft. Dann haben wir das. Die können wir ja eigentlich hier außen platzieren. So, was haben wir jetzt noch? Jump-Pad. Ja, Jump-Pad. Das kann ich mal für mich selber nutzen, falls ich mal hier hoch muss. Ja. Ich glaube, das war's schon. Mehr haben wir nicht mehr im Inventar, richtig? Nein. Nicht eine Falle. Selber nicht, ey. Ja, die können sich mal herstellen. Ja, herstellen kann ich ja nur noch ein Heilpad. Aber besser ein Heilpad. So, haben wir denn hier noch was offen? Hier noch ein Heilpad hin. Da haben wir schon eins, das wäre dann gegenüber. Hier kann ich ja trotzdem hingehen. Geht nicht. Geht nicht. Die Augen auf. Geht alles. So wollen. So, dann würde ich sagen, aktivieren wir mal das Schild. Ah, yeah, ich ahne Böses. Jetzt muss ich mich selber hier mal überlegen, wie ich hier reinkomme. Eieiei. Amateur hoch 8. Das machen wir nicht. Warten auf Hilfe. So. Ich hoffe, das gibt keine Katastrophe. Schon mal
Materialien noch ein bisschen zu sammeln, bis die Leute da sind. Ich hoffe auch, dass einer kommt. Weil wie gesagt, mein Sohn findet irgendwie auf 8 oder 9 nichts mehr. Und dann habe ich nämlich ein richtiges Problem, weil allein brauche ich eigentlich schon fast nichts zu probieren. Ich glaube nämlich, das gibt einen totalen Einfall. Ich hoffe, dass die Suche jetzt auch so funktioniert, wie ich mir das denke. Dass ich hier einfach ernten kann und... Ah, der erste ist da. Ja, die Wartezeit ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Aber da ich halt noch keine festen Mitspieler habe, muss ich halt immer auf andere hoffen. Guten Tag. Ja, ich bin Anfänger. Warte eine Minute. Ich tanze. Oh, großartig. Du hast einen Freund mitgebracht. Über das Außenposten-Konsolenmenü kannst du Besuchern Bau- und Ernteerlaubnis erteilen. Nee, nee, ich gebe hier keine Erlaubnis. Am Ende habe ich alles gelöscht und dann war es das. So, gerade mal die zwei stumm schalten, nicht, dass sie doch noch auf die Idee kommen, irgendwie Blödsinn zu machen. Ich ahne hier echt Böses. Ich habe echt kein gutes Gefühl, was das betrifft. Ein Bär und so weiter. Die anderen sind mich bestimmt schon am Auslachen, wie ich hier die Basis habe. Total billig. Steigt. So, wo geht's los? Da hinten. Bereite dich auf einen Angriff aus dem Süden vor. Ja, warum ist der Verteidiger jetzt nicht da drin? Ich hab den doch da rein gehabt. Und was kriegen wir jetzt? Oh nein, die sind auch so nervig. Diese Nebelmonster. Was ist die denn da oben rum? Oh. Oh Gott, die fallen ja noch schnell um. So, wo rennt er hin? Ja, bis jetzt sieht's mal ganz gut aus. Schon Bär hier platzieren. Aber ist erst die erste Welle von 4. Ja, die können schon gut aufräumen. Ich soll jetzt nur mal aufpassen, keine Nebelmonster und. Ja, da hinten kommt schon unsere Bienenkönigin. Die lass mich mal hoch. Und die kann ich hier hoch. Voll macht mein Verteidiger da oben was? Ne, ist schon down. Aber warum? Mich hat's erwischt! Oh, da rennen halt Schäden noch um. Steil. So, das war ja schon mal ganz entspannt. So, wie kann ich wieder rausholen? Auf einen Angriff aus dem Osten vor. So.
Jetzt müssen wir da hinten hin. Komm, gib Gas. Ach, die kommen alle einfach nur von da. Warte, hier ist ja auch nur ein Wachposten. Halte die Stellung und kämpf! Ich weiß ja nicht, ob es was bringt, aber vom logischen Denken her würde ich sagen, ja. Ach, 75 Gegner, das müsste ja eigentlich easy zu schaffen sein. Ja, die ersten kommen daher. Entschuldigung. Ah, die Bienenkönigin, die muss auf jeden Fall direkt weg. Jawohl! Und da hinten rennen sie rum. Wieso rennen die denn so rum? Also, das will ich verstehen. Ah, der Verteidiger. Also, der Verteidiger ist eigentlich, macht das schon Sinn, die mitzuholen. Finde ich hier. So. Eine weitere Welle kommt bald. Bereite dich auf einen Angriff aus dem Süden vor. Hä? Ach, von da. Kommen die halt von unten oder? Ach ja, stimmt, das ist das nächste Gebiet. Uff. Gott, da ist ja 800 Kilometer von der Basis weg. So 403. Wo ist die? Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich mich hier hinstellen soll. Ich muss schon erstmal meine Roboter hier hin. Erstmal die. Das heißt, es ist echt ein bisschen aufpassen hier. Du bist ein Bär. Ich war ein Bär. Ist das dein Ernst? Weil die spawnen echt dämlich hier. So, jetzt kommen sie anscheinend alle hinten rum. Schön auf die Map achten, dass keiner dämlich durchkommt. Hier auch noch ein Bär hin. Geht nicht. So, setzen wir einmal ein bisschen Bum Bum rein. Schnellste Miniboss. So, kommt immer noch nichts durch. Das ist schon gut. So, die erste kommt hier durch. So, jetzt der. Alles noch ganz entspannt zum Glück. Ah, hier kommt ein Schiff vereinzelt. Ein Schnauzreiter noch aufbauen.
Ich bin der. Aber bis jetzt muss ich sagen, wir haben über dem Sturmschild immer fähige Leute dabei gehabt. Also falls ihr mich versteht, hier mit in der Lobby, ist echt positiv. Ich dachte eigentlich, ich habe mehr in Anführungszeichen kleine Kinder, die keine Ahnung haben. Bereite dich auf einen Angriff aus dem Osten vor. Da bin ich echt positiv überrascht. Und er liest halt Zeitung. So, jetzt würde ich mal zeigen, wie sich das hier verhält. Eigentlich müsste ich hier oben einen Verteidiger einsetzen. Der Baum wird mich eh nerven, das weiß ich jetzt schon. Oder halt bis hierhin ausbauen. Das hatte ich nämlich damals auch. 80 Gegner. Och, wie süß. Das werden wir ja wohl nicht denken. Hallo? Kann ich mal irgendwo hinsetzen? Okay. Oh. Die kleinen Viecher wegmachen, ey. Ach, das ist easy. Ach Gott, da mache ich mir hier Gedanken. Da war das letzte Mal 10 Mal einfach. Aber ich muss dabei sagen, wir hatten noch zwei Wellen, wo es nur hieß 70, 75 Monster töten. Also das fand ich, hat es auch deutlich vereinfacht. Ja gut, wenn ich hier den Schaden sehe. Ich habe konstant Schaden, weil er 1000 mehr gemacht hat als ich. Gut, dann haben wir natürlich einen dabei, der macht gar nichts. Da frage ich mich dann auch, was hast du hier in der Lobby gemacht? So, das war noch tiefenentspannt. Schön nochmal 100 V-Bucks auf unseren Nacken. Und noch die bessere Kiste. Das ist die 5, ne, 4, 5. Ich weiß jetzt gar nicht. Keine Ahnung. Das war echt einfach. Aber abwarten. Ich weiß aus Erfahrung, es wird deutlich schwer. Und es kommt natürlich auch mehr drauf an, was für Idioten du dabei hast. Aber die hier waren jetzt eigentlich echt positiv. Außer halt der eine, der Zeitung gelesen hat, aber so leider ist halt immer. Ach, Level 5 war das sogar. 9, oh, 3 Lamas. Nehmen wir gerne mit. Zack, 50 V-Bucks. Zack, 50 V-Bucks. Wir haben heute eine wertvolle Zack, 100 Lektion V-Bucks. Gelernt. Mach nicht das. Nun können wir gerne weitergehen. Kommandant, ich finde, wir sollten uns jetzt in unserem okay. Aufgerüsteten Außenposten gemütlich machen. Du hast Überlebende es echt verdient. Verwalten. Er ist neu. Aber nicht doppelt. Telefon. Stellt mich zu der blauen, kastenförmigen Quasselstrippe durch. Wobei da seine. Hi, Oswald. Ich habe gehört, dass wir es mit einer neuen Sorte Monster zu tun haben. Das ist nur ein Gerücht, das ich hätte für mich behalten sollen. Meinst du, dass ich in den morgendlichen Durchsagen zu ehrlich bin? Jeden Morgen beobachte ich, wie du gestandene Männer und Frauen zum Wein bringst. Das ist nicht ausgemacht. Das ist zwar echt lustig, aber auch furchtbar für die Moral. Gut, dass ich nochmal geguckt habe. So, Forschung, das dauert noch. Waffenlager, was gibt's denn? Was haben wir bekommen? Ja, Entschuldigung. Ach, die 10. Aber dann dachte ich mir so, wenn ich hier sterben muss, will ich wenigstens kämpfen und untergehen. Ja, die waren 10. Verstanden. Keine morgendlichen Durchsagen mehr. Beginnen wir mit dem Training. 19.000 Skizzen EP. Okay, Kommandant, zeig mal, was du im Nahkampf drauf hast und erledige 20 Höhlen. 300, ja, das Problem ist, ich weiß nicht, wie weit die Staffelung da ist. So, das war das. Ressourcen, ja, die 3 Lamas. Ja, hier fehlen uns immer noch 150 Tickets. Bam, 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 wo sind sie? Wo sind meine Lamas? Kann ich hier direkt alle suchen? Zack, wieder nicht Silber. Selbst beim Mini-Lama nicht. Bam, nochmal, nochmal. Eins haben wir noch. Ach, 2 sogar.
Nein. Nie auf Silber. Ich komme wieder. Ja. Ja, nochmal. Nochmal. Jetzt nochmal. Ich glaube, da ist immer dasselbe drin, oder? Weißt du was? 800. Dann ging's. 800. Zeig. Immer mal 50, meine ich, oder? Ja, gut, da will ich erwarten, dass nur ein kleines. So, da haben wir wieder die Skizzen. Ich glaube, da kommen nämlich jetzt langsam. Ja, nein, das hatten wir auch noch nicht. Ja, die haben wir natürlich jetzt. Warte mal, aufrüsten, bla bla bla, wieder verwerten. Ja. Kann man alles gebrauchen. Alles kann man gebrauchen. Ich hoffe mal, ich mache das jetzt eigentlich und dürfte schon nicht viel falsch machen, denke ich mal. Bis jetzt komme ich eigentlich so ganz gut durch. Noch nichts unnötig ausgegeben, denke ich mal. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ui, was sind da dann? Was haben wir in der nächsten Aufgabe? Erledige Hüllen einer 15er Zone in erfolgreichen Mission mit Nahkampf. Oh Gott. Erfolgreich mit Fernkampf und Fall. Ah ja. Schon mal jetzt gucken mit euch zusammen, was ich da mitnehme. So, auf jeden Fall die als Nahkampfwaffe. Ja, Fallen. Das ist eigentlich das simpelste. Bodenfallen. Wovon ich natürlich keine mehr habe. Müsste ich dann einfach in der Mission ruckzuck Schrauben sammeln. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich denke schon, dass ich jetzt hinkriegen müsste. 20 Mobs mit Nahkampf, kein Problem. Ah, Fernkampf. Nicht, dass ich es dann vergesse. Rucksack, Fernkampfwaffe. Nehmen wir. Und ganz normales Dingsgewehr. Sturmgewehr. Manchmal kommt es auf den Namen. Scharfschützengewehr ist es auch nicht. Wie heißt denn die nochmal bei Battle Royale? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Jagdgewehr, da sehen Sie, ich komme da drauf. Ja, müssen wir eigentlich hinkriegen. Die Fallen müsste ich halt dann im Spiel herstellen. Aber ich denke mal, das kriegen wir auch hin. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ansonsten bis zur nächsten Folge.